Hallo, der Film beginnt an der Grenze zum Timmendorfer Strand und endet im Ortskern von Scharbeutz. Ich habe zwei weitere Filme von Ostseebädern auf YouTube, und zwar vom Timmendorfer Strand und von Niendorf. Vergleiche ich diese Bäder. Der Strand ist in Scharbeutz und Timmendorf feiner, es sind im Gegensatz zu Niendorf keine Steine im Wasser und es geht flach ins Wasser rein. An Timmendorf finde ich schade, dass es keine Cafés und Restaurants mit Meeresblick am Wasser gibt. In Scharbeutz gibt es ein Kino und ein großes Schwimmbad. In Timmendorf eine Disco und eine Eissporthalle. Aber Schlittschuhlaufen kann man dort im Sommer nicht. Niendorf hat einen Hafen. In Scharbeutz sind viele Familien mit kleinen Kindern. An der Seebrücke von Timmendorf sind viele Teenager. Und Niendorf ist für alle geeignet, die es nicht so voll mögen. Gerade an der Seebrücke ist es im Sommer nicht überfüllt. Wenn man es einsamer wünscht, kann man zum Baden an das Brudner Steilufer ausweichen, das an Niendorf grenzt. Tschüss.